Technik. Ha. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Immer dieser Technikkram. Jetzt zerbricht dir doch darüber keinen Kopf. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Du zahlst oder trägst die Konsequenzen. So? Dann lass mal sehen, was du kannst. Na, was ist jetzt?
Trainier dir erst einmal ein paar Muskeln an, bevor du dich mit mir messen willst. Ich zeig dir, wer der Stärkere ist. Das bist nicht du. Aber du lernst es ja nicht. Technik. Ha.
Hier, deine Waffe. Endlich. Jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen. In Zukunft werde ich sicher besser auf sie aufpassen. Und meine Belohnung? Hier. Mehr kann ich leider nicht locker machen. Die Zeiten sind hart. Sieh diesen Splitter als Symbol für meine Dankbarkeit an. Ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren.
Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das sich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung. Und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Bring mir etwas bei. Ja. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Da steht eine Wache, ich komme da nicht hinein. Na dann lass dir was einfallen. Bist doch nicht blöd. Ja, spring von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder lock ihn weg. Du kriegst das schon hin.
Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Sowas hätte ich auch gerne. Davon stimmt. Der Hammerclan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elexit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir 300 Elexit. Ich denke, das ist angemessen. Man kann kein Preisschild an das Wohlergehen Goliaths hängen. Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Auf der Sache kaut er schon seit Tagen rum. Im Leben wird einem nichts Immer dieser Technikkram. Wer viel arbeitet, soll mal Pause machen. Na klar doch. Das ist schon verdächtig. Bring mir etwas bei. Ja. Sowas hätte ich auch gerne. Bring mir etwas bei. Ja.
Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Was ist? Lass den Unfug. Ich will damit nichts zu tun haben. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ich bin dann mal weg. Du willst also, dass der Hammerclan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. So, ich muss jetzt wieder los. Verdammte Technik.
du Wurst. Du überlegst es dir ab jetzt zweimal, ob du dich nochmal für den Hammerclan einsetzen willst, oder? Zieh deine Waffe. Du kriegst wohl nicht genug, was? Wie du willst. Komm her! Tja! Zieh deine Waffe. Du kriegst wohl nicht genug, was? Wie du willst. Komm her! Tja! Zieh deine Waffe. Du kriegst wohl nicht genug, was? Wie du willst. Komm her! Thank you.
Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Lass das lieber bleiben. Der Hammer-Clan schickt mich. Sieh deine Waffe. Du kriegst wohl nicht genug, was? Wie du willst. Komm her! Deck mir das nächste Mal. Steck die Waffe weg. Steck die verdammte Waffe weg. Du bist gar nicht so dumm. Oh, du Kacke. Oh, du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Oh.
Du wirst jetzt wieder den Hammerclan bewirten. Ja, ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starkköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Lass den Unfug.